AVS Media Day. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich hier in diesem neuen Video für euch noch einmal den GIF-Cast to Friends Glitch, der immer noch funktioniert und das schon seit über einem Monat. Und der ist sehr, sehr einfach. Ich werde euch hier die ganzen Schritte nochmal erklären, was sein kann, was nicht sein kann und worauf ihr hier achten müsst. Ja, wie gesagt, es funktioniert auch auf der Xbox One, genauso wie auf der PS4 und ich denke mal auch auf dem PC. So, und ja, viele sagen, ja, ich habe keine zwei Freunde und so. Ihr müsst euch einfach nur in der Community, in der GIFcast to Friends Community austauschen oder auch in den Kommentaren. Ich wette, es werden sich bestimmt Leute finden, mit denen ihr den Glitch machen könnt. So, genug gelabert hier und ihr müsst, ich sag zuerst die wichtigsten Sachen, wie immer, es ist hier auch kein Facecam und so nicht nötig. Ihr solltet hier lieber komplett zuhören und zusehen, wie das ich im Video mache. Ich werde euch die ganzen Tipps hier erklären und zeigen. Es ist sehr einfach. So, ihr müsst als allererstes in einer öffentlichen Sitzung sein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich werde auch zwei Autos hier bekommen und später zeige ich euch, wie ihr das auch mit dem Charakterauswahl machen. Da müsst ihr nicht immer in eine neue Sitzung, das ist ganz, ganz einfach. Und dann benötigt ihr noch, oder wir machen das jetzt einfach so, dass ich jetzt, ich mache das natürlich mit meiner zweiten PS4, spielt doch den zweiten Freund sozusagen, zusammen spielen. Ich tue das mal jetzt hier von der anderen Konsole mir eine Einladung schicken. Gleich kommt sie links oben, seht ihr das? So, und der Costa hilft mir heute noch. So, Einladung müsste jetzt da sein. PS-Taste, Mitteilungen, Einladung von Johann Glaser, von meinem Hauptaccount sozusagen. Den Part vom zweiten Kumpel werde ich jetzt auch noch dann später einblenden, keine Sorge. So, wir sind jetzt hier in der, links oben könnt ihr das auch lesen, ihr müsst dafür wirklich am besten eine Sitzung für Spieler nur mit Einladung nehmen. Es geht auch in der geschlossenen Freunde-Sitzung, aber da muss man das, da kann man nicht einfach so durch die Mission durchjoinen, deswegen ist es einfach wesentlich leichter, wenn ihr das in einer Einladungssitzung macht. Ihr seht es, wir sind jetzt einfach zu dritt, ja, ich mit meinem Hauptaccount und der Löwe hier, Costa, der mich hier bei diesem Glitch auch noch hilft. So, und was benötigt ihr hier natürlich für den ganzen Glitch, das erkläre ich euch jetzt. Ihr benötigt halt einen Bunker mit MOC und im MOC natürlich muss sich ein Fudger befinden. Wir gehen hier ins Internet auf die Seite Warstalk, mobile Kommandozentrale, Position 3. Ganz, ganz wichtig, muss Lager für persönliches Fahrzeug sein und hier hinten befindet sich halt dann natürlich der Fudger. So, und was braucht man noch? Hier natürlich nicht zu vergessen, die Caddies, Caddy 1 oder Caddy 2, das ist vollkommen egal, Hauptsache der Costa kann mich dann halt einfach schieben mit dem Fudger. So, oder besser gesagt, den Fudger mit dem Caddy schieben. Okay, so, dann ist es auch noch ganz, ganz wichtig, ich gehe mal kurz hier raus, wir stellen uns alle hier kurz vor und dann fangen wir schon hier mit dem Glitch an. So. Wenn ihr Geld machen wollt, dann empfehle ich euch das Ganze. Ich habe hier noch meinen Retro, den kann ich eigentlich hier auch noch einlagern. So, perfekt. Wenn ihr Geld machen wollt, ja, hier, Costa lässt schön regnen, ja, wunderbar. Und jetzt hier auch noch ich mit meinem zweiten Charakter oder Spieler, wunderbar. Also, wenn ihr ein LG Retro Custom bekommen wollt und das auch verkaufen wollt, braucht ihr mindestens das gleiche. Oder was heißt mindestens? Ihr benötigt schon das gleiche iFruit-Kennzeichen wie das, was euer Kumpel auf dem Retro hat. Weil dann könnt ihr das ohne Probleme dann auch im Los Santos verkaufen, ohne dass da irgendwie... Es muss also sich nicht nur das Kennzeichen auf dem hier Retro befinden, sondern ich muss auf irgendeinem oder meinem Retro oder auf meinem Fudger, was weiß ich was, muss ich beim Los Santos dort über die iFruit-App mir dasselbe G-Twist-Kennzeichen halt so, was halt euer Kumpel hat, wenn euer Kumpel halt Max oder Moritz heißt auf dem Kennzeichen, dann müsst ihr halt ein und dasselbe Kennzeichen erstellen und dann könnt ihr auch dieses Auto ohne Probleme bekommen und auch noch verkaufen, weil die anderen Autos, da braucht ihr auch keine iFruit Kennzeichen, so wie hier auf diesem GTS Grotti und hier kann es ein x-beliebiges sein, weil ich empfehle euch dann einfach hier Too Fast For You, ihr braucht hier dann keine iFruits oder so, weil die Autos sind eh unter dem Verkaufswert und die Autos zu verkaufen wäre auch eine Schande gewesen.
So, okay, also wir werden zuerst hier den Retro bekommen, ja, werde ich mit meinem Account mir selber dann zureichen und später werde ich halt hier auch noch die Kiste von Costa bekommen. So, also wir gehen rein hier ganz normal in den Bunker und laden natürlich unseren beide Kumpels ein und ich empfehle euch auch natürlich, ja, eure Kumpels müssen halt auch klar, Bunkers besitzen, die müssen nicht einmal zwingend dieselben sein. Hauptsache, die haben einen Bunker. Vorteilhaft wäre halt auch noch der MOC. So, also hier einfach einladen und die müssen auch nicht unbedingt die gleichen Bunker haben wie ihr. Ihr müsst nur wissen, wer halt das Auto gibt und wer halt das Auto bekommt. Also, ich nehme hier die La Einladung an. So, und stellt schon mal hier auch wirklich bei Fahrzeuge auf. Stellt hier auch Moment hier den Fahrzeugzugang ganz normal auf jeder Stelle, nicht zu vergessen. So, Costa hat mir irgendwas hier. Ich muss ihn nochmal einladen. Der sollte gleich hier kommen. Also wie okay, er kommt. Wir laufen hier ganz normal hin zu unserem MOC. Also, wer sich das ganze Video anhört und anschaut, dem seine Fragen werden dann hier einfach, denke ich mal, beantwortet. So, fahren dann hier mit dem Faggio raus. So, rechts oben jetzt natürlich der Part von eurem Kumpel Nummer 2 und Nummer 3 übernimmt halt hier in dem Fall Costa, ja, weil er wird halt den Schieber spielen und ich mit Kumpel 2 werde halt hier den Typi auf dem Faggio spielen. Okay, so, ich steige hier auch drauf. Dann müsst ihr euch natürlich registrieren als MC-Präsident oder CEO. Das ist eigentlich Banane, als was so Mitarbeiter einstellen in der Nähe. Ich lade halt einfach meinen Spieler, der hinten drauf sitzt, ein. Ladet halt euren Kumpel ein. Kumpel nimmt halt die Meldung fast bis dahin an. Und ihr müsst halt zuerst zurücktreten und kurz davor muss euer Kumpel, der hinten auf dem Faggio sitzt, einfach nur beitreten, diese Meldung annehmen. Das ist so leicht versetzt. Passt auf, einer tritt raus, der andere tritt rein. Also derjenige, der hinten drin sitzt, bei dem darf keine Meldung sein und bei ihm darf auch nicht. Seht ihr das rechts oben? Rechts oben, Part vom Kumpel Nummer 2 hat halt keinen blauen Kreis. Das ist auch ein Indiz dafür, dass es dann bei euch jetzt hier funktioniert mit dem Verglitschen und ihr müsst euch auch hier so weit entfernt wie möglich am besten hinstellen zum blauen Kreis, so dass dann auch die Meldung links oben auffloppt und am besten so und nicht irgendwie so hinstellen, weil sonst zieht es euch trotzdem in den MOC rein. Also ich stelle mich so am besten so hin. So, kann jetzt positionieren noch ein bisschen. So. Okay, kannst schieben. So, also jetzt schiebt einfach Costa und merkt euch einfach rechts oben im Bild die Heckleuchte vom Faggio, ja, die darf nicht ausgehen. Wenn sie ausgeht, dann müsst ihr nochmal hinfahren, einfach wieder D-Pad rechts drücken. Ihr müsst es halt wirklich so schieben, dass die Lampe einfach nicht ausgeht. Ihr dürft nicht zu stark schieben, so seitlich wunderbar. Ihr seht es klappt einfach nur astrein. So, jetzt schaue ich mir mal das hier an. Genau, Costa geht schon in einen Job für einen Titan. Das ist halt bei ihm voll leicht. Er drückt halt Optionstaste, Online-Jobs, Job spielen von Rockstar stellt, ein Job für einen Titan, irgendeinen x-beliebigen Job. So, er ist jetzt, ich weiß es, im Job. Ich gehe auf die PS-Taste, gehe in die Party. Und ja, da schreibt schon da oben, bin drin. Okay, der Löwe hier Sitzung beitreten. So, erste Meldung einfach nur annehmen und die zweite auch. Weil wenn es euch hier in den Himmel zieht, habt ihr es halt leider nicht geschafft. Das heißt, ihr müsst euch nochmal in eine öffentliche Sitzung gehen und schauen, dass auch ja der Fahrzeugzugang auf jeder ist am besten. So. Wenn sich hier eure Kumpels nicht aus dem Bunker raus befreien können oder nicht rausgehen können, einfach nur als CEO oder MC-Präsident müssen die sich registrieren, zurücktreten und dann können die auch hier schon aus dem Bunker rausgehen. Das ist so einfach und ihr wartet hier. Ich kann jetzt nicht die Optionstaste drücken. Ja, ich drücke sie zwar, aber das Menü geht halt einfach nicht raus. Voll easy, okay? So. Und ich warte halt jetzt mit meinem Spieler da unten im Bunker, bis ich halt hier den Retro jetzt einfach nur reinglitch. So, das geht am besten mit dem Raketenwerfer. So, kannst raus aus dem Bunker. So, ich habe Costa auch das Zeichen jetzt gegeben. Ich habe ihm gesagt, er soll raus aus dem Bunker. Jetzt warten wir nur kurz auf ihn. Ich bereite mir jetzt hier schon rechts oben, könnt ihr sehen, den Raketenwerfer vor. Steige in meinen Retro ein.
halte das Touchpad oder das Interaktionsmenü mache ich halt auf. So, Costa steigt ein und jetzt ist es eigentlich egal, am besten hier linke Seite vom Bunker bleiben wir so stehen. Und wenn Costa die Reinfahranimation vom Bunker hat, bringe ich mich einfach um und gehe sehr, sehr schnell auf die Optionstaste, auf Online, auf Cashcards kaufen und warte da drin. Dann werdet ihr sehen, der Retro wird hier gleich spawnen. Passt auf. So, ich stelle mich einfach nur hier hin. So ungefähr. Also leicht versetzt, passt auf. Es geht hier wirklich schnell. Kreis, Dreieck, so. Er hat mir durchs Headset gesagt, Animation umbringen, Optionstaste online ganz, ganz, ganz schnell auf Cashcards kaufen. Das muss sehr schnell passieren. So, also, er hat die Animation gehabt, das heißt, jetzt ist der Retro hier drin. Manchmal könnt ihr nicht einsteigen, auch wenn der dritte Kumpel, sage ich mal, aussteigt. Könnt ihr, oder wenn er drin sitzt und aussteigt, also ist es manchmal hier verbuggt, dann kann man nicht einsteigen, dann muss er drin bleiben. Dann müsst ihr einfach nur Beifahrer einsteigen. Fertig. Also, okay, er hat mir das Go gegeben. Ich kann einsteigen. Ich steige ein. Was passiert? Zack, ich werde in den MOC geworfen. Das ist eigentlich... Okay. Passt. So. So ist es. Ja, das war sehr, sehr einfach. Und dann kann man auch hier ganz normal hier wieder raus. Das Auto ist jetzt hier safe. Und ich könnte dann hier natürlich durch Klamotten speichern oder so. Stil. Einfach mal hier irgendwas abspeichern oder von mir aus gerne nochmal rausfahren, nochmal reinfahren und erst wenn die goldene Ladeschnecke da ist, so perfekt ist da. Jetzt mache ich das so, ich zeige euch jetzt das zweite Auto. So, wir gehen jetzt hier auf Charakterauswahl. Wir müssen nicht mal in die öffentliche Sitzung, ja. So, die Aufnahme kann ich hier rechts oben auch stoppen. Wir machen einfach eine neue frische Aufnahme für das zweite Auto. So, jetzt muss ich auch natürlich mir eine Einladung selber schicken. So, die sollte gleich ankommen. Jawohl, jawohl, die ist da. So, die nehme ich natürlich an. Und dann join ich einfach wieder zurück. Und so habe ich mich halt einfach, anstatt in eine öffentliche zu gehen, durch den Charakter hier Auswahl sozusagen gecleant. Okay, so, wir machen jetzt einfach noch das zweite Auto. Moment, ich muss hier noch mit dem Spieler. So, aber falls ihr sowas wie nicht in den Bunker reingehen könnt oder bei euch die gelben Kreise weg sind, einfach nur CEO registrieren oder MC-Präsident auch registrieren und wieder zurücktreten. Egal, das ist für alle drei Spieler sozusagen betroffen. Falls ihr nicht irgendwie in den Bunker rein könnt oder der gelbe Kreis weg ist und so. So, wir spawnen. Holen uns jetzt gleich das nächste Auto ab. Das ist eigentlich voll einfach. Ich habe in der letzten Zeit so viele Autos damit gezogen. Das ist einfach nur abartig. So. So, ich spule das Ganze jetzt hier ein bisschen vor, weil jetzt zeige ich euch. Ihr müsst halt jetzt einen neuen Faggio, wenn ihr was Neues wieder machen wollt, braucht ihr halt wieder einen Faggio in dem MOC. So, jetzt nehme ich auch noch gleich den zweiten Part auch noch auf hier mit Kumpel. Also, wir fahren jetzt hier wieder mit dem Faggio rein, machen ein neues Fahrzeug. So, draufsteigen, mein Compadre. Fahren schnell rein, tauschen den Retro um. Dann wandert der Retro natürlich in die Garage, von wo der Faggio kam. So. Jetzt laden wir noch schnell hier Costa ein, in den Bunker einladen, den Löwen, wunderbar, kommt auch noch hier mit zu. Okay, jetzt kann ich das Auto hier umtauschen. So, also ich tue mich jetzt hier nochmal, so, ich mache das jetzt einfach sogar mit MC in der Nähe, so, gehe hier auf Auflösen. Nein, da ist noch mein Spieler auch noch registriert. Draufsteigen, der auch noch draufsteigen. Genau, mit dem kann ich mich auch auflösen. Prospekt suchen in der Nähe. Rechts oben habe ich die Einladung bekommen. So, wieder leicht versetzt. Hier muss ich auf zurück auflösen. Also zuerst immer auflösen, dann beitreten. Zack, hat wunderbar funktioniert. Ich sehe es schon. Mal schauen, rechts oben, blauer Kreis wieder weg. Wunderbar, jetzt stelle ich mich hier wieder so hin. So.
Und D-Pad rechts. Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht nah genug. So, jetzt. Okay, jetzt kann Costa schieben. Er weiß es schon. Es ist eigentlich ein... Wir sind schon ein mittlerweile eingespieltes Team, ja. Wir haben auch unsere... Ja, Bande, sag ich mal, wo wir halt Autos tauschen und da ist es einfach nur noch ratzfatz, ja, wir bewegen so viele Fahrzeuge hin und her und wie gesagt, sehr, sehr einfach. Also, jetzt geht er nochmal in einen Job rein. So, jetzt kann ich ihm schon joinen über die Party. Zack. Sitzung beitreten. Annehmen. Zack, ich sehe schon, es hat mich nicht in den Himmel gezogen, wunderbar. So. Kumpel macht halt einfach gar nichts hinten, steigt dann ab. So, und das meinte ich halt vorhin, falls er auch nicht aus dem Bunker rauskommt. Ich mache das immer so, dass ich mich als CEO registriere, zurücktrete. Dann kann ich hier ohne Stress jetzt einfach raus aus dem Bunker. So, und jetzt machen wir auch noch die Karre hier von Costa. Passt auf, dieses Mal wird er den Part übernehmen mit dem Selbstmord. Werdet ihr gleich rechts oben sehen. Okay, kannst raus. So, und jetzt macht er den Part mit dem Killen. So könnt ihr jetzt dann sehen, dass ich die Reinfahranimation haben werde. Passt auf. Ich gebe ihm einfach nur das Zeichen. So. Keine Animation, Digga. So, wir fahren den nochmal vor. Tu mich nochmal... So, okay. Also wir machen das nochmal, hat er gesagt. Ich steige hier aus. Jetzt steige ich zuerst ein. Und dann steigt er ein. So. Jetzt steigt er aus. Ich habe die Reinfahranimation. Jetzt hat es funktioniert. Er hat schon Selbstmord gemacht. Wunderbar. Und ja, das war halt. Das ist hier ein bisschen tricky. Man muss hier manchmal auch rumprobieren und so. Aber es funktioniert dennoch. Ihr seht es. Jetzt passt auf. Da ist die Karre drin. Wunderbar. So, jetzt steigt doch mein Spieler aus, ihr könnt es sehen, zack, zack, jetzt steige ich hier einfach nur ein. Und ja, das war's auch schon. Auto wird reingezogen, geiler Glitch, er funktioniert, der Giftcast, ja, und ich empfehle euch den auch noch so lang zu machen, solange er noch funktioniert. Und speichere hier das Ganze nochmal ab, mit Stil, Klamotten ändern, fertig, das war's. 2K bekommen in, ja, unter 20 Minuten, wunderbar. Es ist halt nur fürs Video. Aber wie gesagt, könnt mir sehr gerne hier ein Like da lassen und wir hören uns natürlich mit dem nächsten Video. Ich bin raus, euer G-Twist. Peace!